Ja, also das ist mein ganzer Stolz, mein neues E-Bike, das AVE XH7. Ja, das ist vor 2 Jahren quasi rausgekommen von der Firma AVE. Diese Firma hat mittlerweile wohl Pleite gemacht. Ja, hat einen Alurahmen. Ist also eine deutsche Firma, wurde irgendwie aufgekauft, da müsste man sich informieren. Ja, neu hat das Bike vor 2 Jahren 3.599 Euro oder so gekostet. Ich habe es jetzt ergattert für 2.200 Euro neu, weil es eben 2 Jahre alt ist. Ja, da ist natürlich dann der Akku auch 2 Jahre alt. So Akkus altern ja mit der Zeit und ja, ist nicht mehr ganz so prickelnd. Hier der Akku, ich tue den mal rein. Spritzwasser geschützt, kann eigentlich so am Bike verbleiben, wenn man es abschließt. Man hat hier noch diesen Controller hier, diesen Bordcomputer, der dient auch als elektronischer Schlüssel. Das heißt, man kann also ohne dieses Ding nicht mit dem Bike als E-Bike fahren. Man muss den dann hier oben einklicken. Klick, so. Und jetzt ist das Ding fahrbereit. Ja, das Bike verfügt über einen Bosch Performance Motor. Und einen Bosch Akku mit 400, wie heißt denn das? 400 Watt, ne? So, das ist also der ältere Bosch Performance Motor. Mittlerweile gibt es den Performance irgendwie Plus oder CL oder sowas. Der hat dann 75 Newtonmeter Drehmoment. Dieser hat nur 60. Dafür ist, wie gesagt, der andere ganz neu und noch nicht erprobt. Und der hier ist halt schon 2 Jahre auf dem Markt und da habe ich bislang noch nichts von Problemen mitgekriegt. Also laut meiner Internetrecherche von den Vorgänger-Bosch-Motoren, da gab es schon Probleme, aber hier mit diesem Performance-Line, ganz normalen Cruise, da gab es also noch keine Probleme. Den gibt es auch als Active und als Cruise, obwohl den Cruise. Ja, das Rad ist wie gesagt Alu, wiegt ungefähr, ja, ohne Zubehör, also ohne die Gepäcktaschen und Gepäckträger und Schutzbleche und so. Ich meine 21 Kilo mit Akku. Ja, so in der Ecke. Ja, Schutzbleche habe ich dran bauen lassen und Gepäckträger. Ansonsten, ja, eine Beleuchtung und Speichendinger hier, Reflektoren. Ja, das ganze Ding hat eine XT-Ausstattung, Shimano XT, also Bremsen und Schaltung und so. Kenne mich da auch nicht so aus. Ist auf jeden Fall Shimano XT. Dann hat es eine RockShox Luftfedergabel. Ja, natürlich Scheibenbremsen, eine 10-Gang-Schaltung, ja, so super Reifen. Ja, ein super Teil. Ich bin jetzt 120 Kilometer mitgefahren. Bin also wirklich sehr begeistert davon. Man kann auch wunderbar freihändig damit fahren. Also das geht in keine Richtung, schlabbert das oder so. Das ist halt ein super Performance, auch beim Freihändigfahren. Jo, ich wiege über 100 Kilo etwas und komme mit dem Akku, ich habe es jetzt mal ausprobiert, rund 40 Kilometer weit. Und wie gesagt, also das ist jetzt 40 Kilometer hier, ja, durch die Dünenlandschaft und Gegenwind und so. Also jetzt nicht großartig Berge. Also halt so ein bisschen, also ganz normale Tour quasi.
bin ich jetzt 40 Kilometer auf ziemlich Vollgas gefahren. Also man kann hier 4 Stufen einstellen. Bei dem Bosch Motor irgendwie Sport, Tour und weiß ich, eben 4 Stufen in der Unterstützung. Die höchste Stufe gibt so 290% der Leistung, die man selber tritt. Dann ja, macht da eben 290% draus. Kann man also quasi dreimal so schnell oder dreimal so wenig Kraft muss man aufwenden wie normal. Man kann auch ohne diesen Motor fahren. Das funktioniert auch sehr gut. Also wenn man den ganz ausschaltet, das geht. Ja, es ist etwas, also man merkt, dass da ein Motor, dass es etwas schwieriger zu treten ist als bei einem normalen Fahrrad, aber es ist wirklich, ja, also man kann es auf jeden Fall, wenn der Akku leer ist, auch ohne Motorunterstützung fahren. Jo, was gibt es dazu noch zu sagen? Weiß ich nicht. Ja, so mit 2 Fingern bremst man hier. Ja, ist also ein tolles Fahrrad, ne? Ich meine, der Preis ist ja auch nicht gerade ein Schnäppchen. Aber ich muss sagen, durch diese Ausstattung und so weiter, naja, also es fährt wie eine 1, ne? Ist aber auch klar, also wenn das ein Neupreis 3.500, 3.600 sogar, ja, wie gesagt, ich habe es für 2.2 gekriegt, weil es da alleine noch rumstand und ich wollte jetzt vor dem Urlaub auch ein E-Bike haben und jetzt wollte ich auch nicht auf die ganz neuen noch warten, weil da war Lieferschwierigkeiten und die gäbe es erst im Mai und wir haben ja jetzt Februar. Ja, nee, und dann habe ich hier zugeschlagen und wie gesagt, der Bosch-Motor ist auch schon erprobt, 2 Jahre. Ja, und ich kann nur sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Damit kann man auch wirklich super steile Berge hochfahren und durch den Matsch fahren. Und Gypsy, mach mir nicht die Reifen kaputt. Die Miezekatze, weg da. Geh mal weg da. Diese Raubtiere. Ja, wollte ich nur mal gerade kurz vorstellen. Ja, hat einen harten Sattel. Knallharten Sattel. Ja, hier ist Bosch Intuvia oder so heißt das Display hier. Da kann man ja mal im Internet nachgucken. Da muss ich euch ja jetzt nicht im Einzelnen vorstellen. Da kann man hier, wie gesagt, halt mögliche einstellen. Hier Turbo, hier eine Handschaltung kann man das dann einstellen. Ob Turbo und was ist das? Sport und Tour und Eco oder Jans aus. Ne? Und dementsprechend ist dann auch die Reichweite. Dann kann man dann Tageskilometerzähler und Uhrzeit und was nicht all. Hier sieht man so die, den Gang, den man eingelegt hat. Ja, ein kurzer Blick auf die Bremsen. Ja, geht das so? Ne, geht jetzt hier mit dem Dingen hier. Ja, hier so da Scheibenbremsen, Rockschock. Gabel. Ja, ich habe dann hier so ein Luftpolsterfolie gemacht, denn ich das hier hinten auf dem Wohnmobil transportiere, da hatte ich hier dieses Abdecken, ne, wenn ich den Akku dann rausnehme, dass die Elektrokontakte nicht ja, nass werden. Ja, dann ist hier einstellbar diese Rockschock-Gabel. Kann man stufenlos mehr oder weniger einstellen, ja, mit so ein paar Stufen einstellen. Und ganz ausstellen, wenn man auf gerader Strecke fährt. Man soll aber aufpassen, ne, dass man die auf jeden Fall einschaltet, wenn man ein bisschen im Gelände fährt, damit hier keine Stöße so richtig hart durch das Bike kommen. Ja, hier füllt man die Luft rein, da braucht man so eine Luftpumpe. Ja, super Fahrrad, kann ich nur sagen. Also für Menschen im fortgeschrittenen Alter, ne, ist das eine feine Sache. Vorne hat es 15 Ritzel. Ja, fährt ganz ordentlich. Ich bin jetzt hier Höchstgeschwindigkeit mal so ein bisschen Berg runter. 42 gefahren. Ja klar, da kommt man schon an Temmeln, ne? Also, ich sag mal so bis 35 fährt das eigentlich ordentlich. Danach ist es ein bisschen, naja, ein bisschen blöd mit der Übersetzung, weil vorne nur so ein kleines Ritzel hat. Naja, aber man muss ja auch nicht heizen wie blöde. Ich glaube, hier ist mein... Nee, doch nicht, das ist normal. Ja, was hier wird noch zu sagen? Ja, weiß ich jetzt nicht. Klingel war dran. Super, ne?
Ja, Leute, also wenn ihr Kohle übrig habt und nicht mehr so ganz so fit seid, das, ein E-Bike ist echt eine feine Sache. Und hier so Mittelmotor und Bosch ist natürlich, kostet natürlich Geld. Es gibt natürlich günstigere Räder für auch für unter 1.000 €. Da hat man aber nicht diese Shimano XT-Ausstattung, da hat man keinen Bosch-Motor, da hat man so einen Nabenmotor aus China oder so. Hinterradnabe und wer weiß, wie lange die Akkus halten und hoffentlich explodieren die auch nicht und so. Also in so einem Akku, ich weiß nicht, da sind so rund 20, 18, 650er Akkus drin verbaut, glaube ich jedenfalls. Also in vielen sind 18, 650er ganz normale drin, die sind dann so irgendwie in Reihe geschaltet oder was. Ich kenne mich da natürlich nicht so aus. Ja, wollte ich euch nur mal zeigen, hier meine neueste Errungenschaft. Damit mache ich hier jetzt die Gegend unsicher. Ich wünsche euch was, ne? Viel Spaß und überhaupt schönen Frühling noch. Bis dann.